Wenn du eine Brille trägst und dich endlich von dieser befreien möchtest, dann schau dir unbedingt dieses Video hier bis zum Ende an. Denn die meisten Menschen glauben tatsächlich, dass nur eine Brille ja die Lösung ist für ihre Sehschwäche. Ja, aber tatsächlich ist es genau das Gegenteil der Fall, denn eine Sehschwäche hat eine Ursache, die man lösen muss. Ja, eine Brille hingegen ist eine Symptombehandlung. Also ich setze sie auf die Nase, ändere aber nichts an meinen Augen. Vielleicht merkst du es auch schon bei dir, dass im Laufe der Zeit durch eben auch die Brille deine Sehkraft immer weiter nachlässt. Und das ist letztendlich der Grund, warum eben eine Brille nur eine Symptombehandlung ist, denn sie löst ja schließlich nicht das Problem an der Ursache, an der Wurzel, sondern wie gesagt, löst nur die Symptome. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Patrick von Augentrainieren und wenn für dich das Thema neu ist, das Augentraining, wie man seine Sehkraft nachhaltig schützen und verbessern kann, dann lass doch gerne ein Abo da, gib auch gerne schon mal einen Daumen nach oben für dieses Video, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich möchte dir im heutigen Video einmal verraten, wie du es konkret schaffen kannst, mit Hilfe des Augentrainings deine Sehschwäche zu lösen. Ja, es gibt ja viele verschiedene Sehschwächen, die man so hat. Es gibt die Kurzsichtigkeit, die Weitsichtigkeit, es gibt eine Hornhautverkrümmung und es gibt auch noch weitere Sehschwächen, die man mit Hilfe des Augentrainings auch wirklich lösen kann. Und heute beschäftigen wir uns mal konkret mit der Kurzsichtigkeit. Warum Kurzsichtigkeit? Zum einen, weil es 80-90% der Brillenträger eben eine Kurzsichtigkeit haben. Aber beispielsweise kannst du nicht nur eine Kurzsichtigkeit haben, sondern auch noch eine Hornverkrümmung oder eine Altersweitsichtigkeit. Also man kann auch mehrere Kombinationen aus einer Sehschwäche haben. Und wie gesagt, wir wollen uns heute mal konkret nur mit der Kurzsichtigkeit beschäftigen. Was ist überhaupt eine Kurzsichtigkeit? Das mal ganz kurz zur Erklärung. Setz mal ganz kurz deine Brille ab. Ja? Wenn du jetzt schon mich unscharf siehst oder einfach mal in die Ferne guckst und das Objekt, was du anschaust, unscharf siehst, dann bist du kurzsichtig. Also wiederum bedeutet das, wenn du kurzsichtig bist, dann siehst du nur den Nahbereich einigermaßen scharf. Hingegen die Ferne, die Entfernung, siehst du unscharf. Ja? So leicht kann man sich eine Kurzsichtigkeit merken. Genau das Gegenteil wäre übrigens die Weitsichtigkeit. Also wenn du Objekte in der Ferne gut erkennen kannst, aber im Nahbereich Probleme hast, dann bist du eben entsprechend weitsichtig. Ja? Wir wollen uns, wie gesagt, heute mit der Kurzsichtigkeit beschäftigen, denn es gibt verschiedene Stärken und wie verschiedene Ansätze, wie man diese Sehschwäche lösen kann. So, und ich hatte es anfangs schon gesagt, die Brille unterstützt uns zwar, aber sie nimmt uns auch das Sehen sehr, sehr stark ab. Ja? Und je nachdem, wie hoch deine Sehschwäche aktuell ist, kann es sogar sein, dass du im Laufe der Zeit durch die Brille eben deine Sehkraft weiterhin verschlechterst. Ja? Also alle paar Jahre gehst du wahrscheinlich zum Optiker, um eine neue Brille zu holen. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass die Brille immer dicker wird, in Anführungszeichen. Ja? Also die Dioptrienzahl nimmt immer weiter zu, weil entsprechend unser Auge eben nicht mehr so viel aktiv genutzt wird, sondern durch die Brille immer passiver wird. Ja? Und je nachdem, wo du dich einsortierst bei der Sehschwäche, es gibt sehr geringe Sehschwächen von 1, 2 Dioptrien, aber es gibt auch sehr hohe von 8 oder 9 oder sogar 10 Dioptrien. Und je nachdem, wo du dich dort einsortierst, kannst du entsprechend weit gucken. Ja? Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, 9 Dioptrien, da kannst du noch 12,5 cm, also es ist wirklich nicht weit, in die Ferne gucken. Ja, es ist relativ nah vor dir. Du kannst vielleicht gerade so noch ein Buch ohne Brille lesen, ja, aber da musst du schon in sehr, sehr nahen Distanz gehen. Ja. Und jemand, der zum Beispiel nur einen Dioptrien hat, der kann zum Beispiel noch einen ganzen Meter in die Ferne gucken. Ja. Wichtig ist auch da zu verstehen, diese Dioptrienzahl, die ist nicht linear. Bedeutet, ein Dioptrien ist eben nicht immer eine feste Anzahl an Zentimeter, sondern wie gesagt, die Dioptrienzahl wird anders berechnet. Ja. Und übrigens auch, nur mal zur Information, weil mich das auch mal wieder mal welche Fragen. Wenn du jetzt beispielsweise deine Sehkraft verbessern möchtest, obwohl du vielleicht nur ein Dioptrien hast oder null Dioptrien hast, ja, dann kannst du trotzdem deine Sehkraft verbessern über diese null Dioptrien. Also du hast sozusagen mehr als 100% Sehkraft, wenn man das so möchte. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, diese Sehschwäche einmal herauszufinden. Einfachste wäre natürlich auch zum Optiker zu gehen, so einen Sehtest zu machen. Und dort hast du dann sozusagen schwarz auf weiß eine Bestätigung, wie hoch deine aktuelle Sehschwäche ist. Wenn du jetzt mal in deinem Brillenpass guckst und dort ein Minus vor einer Zahl zu stehen hast, zum Beispiel minus 3,25, dann weißt du, dieses Minus bedeutet, du bist kurzsichtig. Ja? Also da ist es auch nochmal schwarz auf weiß, welche Sehschwäche du am Ende des Tages hast. Und jetzt fragst du dich sicherlich, okay, und wie schaffe ich es denn jetzt, meine Sehkraft zu verbessern? Und dazu möchte ich dir ganz kurz nochmal unsere Anatomie des Auges einmal genau erklären. Wir haben bei unserem Auge mehrere Muskeln. Im Auge drin und äußerlich. Ja? Einmal haben wir hier um diese roten, was du so erkennst, das sind unsere Augenmuskeln, die im Prinzip dafür zuständig sind, dass wir halt in jede Richtung mal gucken können. Ja? Und diese Muskeln zum Beispiel können durch eine Brille auch
ja, reduziert werden. Also sprich, sie werden einfach weniger genutzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach innen gucke, also auf meine Nase sozusagen, die Augen drehen sich nach innen. Gerade bei höheren Dioptrienzahlen beginnt unser Auge quasi in einer Art Starre. Also sie gucken quasi nur noch in eine Ferne, weil dieses Brillenglas so eingestellt wurde, dass wir halt immer 24/7 scharf sehen können. Da unser Auge aber tagsüber ja immer Höhen und Tiefen durchläuft, also je nachdem, welche Gewohnheiten hast du, welche Ernährung hast du, wirkt sich das immer auf unsere Augen aus. Und dadurch, dass zum Beispiel die Wissenschaft unser Auge eher so als einzelnes Objekt anschaut, also unser Körper an sich ist ja eine Einheit, aber wissenschaftlich gesehen werden unsere Augen immer ausgeklammert. Also sprich, man sieht schon, okay, wenn jemand Diabetes hat, das wirkt sich auf unsere Augen auch aus. Aber tatsächlich sagt die Wissenschaft, okay, die Augen sind eine Konstante und die kann man nicht verändern. Aber letztendlich wird die Sehkraft ja durch eben die Brille schlechter. Deswegen funktioniert es aber auch genau andersrum, dass die Sehkraft wieder besser werden kann. Also allein aus der Logik macht das schon keinen Sinn, dass Augen nur schlechter werden können, aber eben nicht besser. Also du kannst ja auch ganz normal zum Fitness gehen, um dort zu trainieren, weil unser Auge, wie gesagt, sind auch nur Augenmuskeln. Dann nochmal interessant für diejenigen, die sich nochmal mehr mit der Thematik beschäftigen wollen, gibt es noch einen weiteren wichtigen Muskel, der liegt hier vorne drin in unserer Linse, den blende ich dir mal kurz ein, sogenannten, das ist ein Querschnitt von unserem Auge, wie das so aussieht, und diese Linse kann sich verändern, zum Beispiel, wenn wir in die Ferne gucken oder in der Nähe, verändert die sich, ja, sie kann sich flachstellen oder sie ist halt kugelförmig. Und dazu haben wir eben den sogenannten Ziliarmuskel. Und der ist die ganze Zeit angespannt, wenn du in der Nähe bist. Ja, also wenn du die ganze Zeit in den Nahbereich guckst, ist der Ziliarmuskel die ganze Zeit angespannt. Und wenn du jetzt einmal kurz in die Ferne guckst, ja, wirst du merken, dass plötzlich Druck aus deinen Augen rausgeht. Weil die Zonulafasern sind jetzt angespannt und der Ziliarmuskel ist das erste Mal entspannt. Also die erste Möglichkeit, die du hast, egal wie hoch deine Dioptrienzahl ist, einfach mal die in die Ferne gucken. Ja, einfach mal diese Fähigkeit, diese Funktion wieder reaktivieren, weil letztendlich ist ja genau das passiert in den letzten Jahren. Deine Sehschwäche ist entstanden, weil du eben primär viel im Nahbereich sitzt. Ja, deswegen gibt es auch so viele Brillenträger, die eben kurzsichtig sind, weil wir eben heutzutage Gewohnheiten haben, die mehr im Nahbereich stattfinden und weniger in die Ferne gucken. Und je nachdem, welche Sehschwäche du hast, sei es eine geringe, sei es eine mittlere oder sei es eine sehr hohe, gibt es verschiedene Übungen und Methoden. Und ich möchte die gerne vorstellen. Und deswegen schreib mir gerne mal das in die Kommentare, welche Sehschwäche du aktuell hast. Also schreib mir am besten mal rein, bist du kurzsichtig, bist du weitsichtig, dann kann ich dazu auch mal ein Video machen. Wie viel Dioptrien, das ist das Interessanteste. Dann würde ich nämlich für nächste Woche ein neues Video aufnehmen, wo ich dann konkret die besten Kommentare raussuche, wo ich ein paar Übungen dir zeigen möchte, weil es gibt, wie gesagt, so viele Übungen. Du kannst mit einer Lochbrille Übungen machen, du kannst mit so einem genannten Fokussierstab Übungen machen oder du kannst mit Hilfe von Sehtafeln deine Sehkraft verbessern. Also es gibt auch hier ganz viele verschiedene Übungen, hier zum Beispiel mal Domino-Tafel oder hier eine Nahsichttafel oder auch so eine Sehtafel hier. Also es gibt wirklich viele verschiedene Sehtafeln. Man kann auch Sehtafeln universell nutzen für verschiedene Sehprobleme. Wenn du also eine Übung sehen möchtest für entsprechend deine Sehschwäche, dann schreib mir gerne mal unterhalb des Videos ein paar Kommentare. Die schaue ich mir dann genau an. Und dazu werde ich dann nächste Woche ein Video machen, wo ich dann einfach dir ein paar Übungen zeige, wie du deine Sehkraft verbessern kannst, um deine Kurzsichtigkeit loszuwerden. Und wenn du nicht mehr bis nächste Woche warten kannst, dann schau mal unterhalb des Videos. Dort habe ich dir einen Link zur Verfügung gestellt, wo du mit mir ein persönliches Beratungsgespräch mal vereinbaren kannst, wo wir dann beide individuell mal schauen, welches Sehproblem hast du, wie können wir dir dann konkret weiterhelfen. Da werde ich direkt mal ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Also wie gesagt, wenn du nicht bis nächste Woche warten kannst, nutze einfach die Möglichkeit, jetzt schon mal mit mir zu sprechen. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir dir weiterhelfen können bei deinem Augenproblem oder wenn du beispielsweise ein ganz anderes Problem hast, auch dann kannst du dich gerne bei uns melden. Und in diesem Sinne würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal hier, wie gesagt, weiterhin so unterstützt. Gerne einen Daumen nach oben gibst, gerne abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. In diesem Sinne sehen wir uns dann nächste Woche mit den Übungen. Bis dann. Ciao.